Ich sehe in dein Herz gute Gut, Fahrplananzeigen, schlechte schlechte Fahrplananzeigen. Fahrplananzeigen. Ihr wollt unbedingt nach Hamburg zum Musical, deswegen seid ihr auf diesem Video gelandet. Eine sehr, sehr gute Idee, weil wir geben euch von, oh, ich habe eine Idee, bis zu, ich gehe aus dem Musical raus, einen End-to-End-Guide wirklich, was ihr alles tun solltet, was ihr nicht tun solltet, unsere wo Empfehlungen. Wo gibt's Tickets, welche Hotels, wo gehe ich vorher essen? Welche Unterwäsche ihr anziehen sollt. Auch das. Einfach alles sagen wir euch, weil ihr wisst ja, oder ihr wisst vielleicht nicht, nach London und New York ist Hamburg die drittgrößte Musical-Metropole weltweit. Und es läuft viel mehr als König der Löwen, man möchte es nicht denken. Ja, denn viele, das ist ja wirklich so, viele denken, ach, wir gehen nach Hamburg ins Musical, was läuft König der Löwen? Ja, das läuft schon seit über 20 Jahren, aber es läuft noch so viel mehr. Wir machen jetzt mal so ein Basic-Wissen. Also Musical, müssen wir noch erklären, was ein Musical ist. Also, Musical ist nicht Harry Potter, weil nein, da singen Harry sie Potter nicht. Ist da, Harry Potter, was in Hamburg läuft, ist tatsächlich ein Theaterstück. Also Musical ist im Prinzip Tanz, Gesang, Schauspiel, alles kombiniert, keine Oper, sondern geht es ein bisschen flotter zu. So. Muss man auch mal so sagen, ja. Und es ist nicht nur König der Löwen. In Hamburg läuft fast täglich, laufen fast täglich mehrere Musicals. Gut, am Wochenende ein bisschen mehr, montags vielleicht ein bisschen weniger, unter der Woche kostet es auch ein bisschen weniger, aber ansonsten könnt ihr euch davon ausgehen, es laufen mehrere Musicals, ihr habt also eine große Auswahl. Es gibt mehrere Theater, es gibt ja nicht nur Stage Entertainment, wo auch König der Löwen läuft. Mhm. Es gibt sehr viele Theater, groß, ja. Klein, mittel, schnuckelig. Ja. Riesig. Es gibt zum Beispiel Schmitz-Tivoli hat allein drei Theater. Dann gibt es noch das First Stage Theater in Altona. Das ist ein bisschen außerhalb. Da spielen die Menschen, die gerade Musicals studieren, zusammen mit Profis öfter Musicals zusammen. Es gibt das St. Pauli Theater, da laufen Tourneeproduktionen. Ja. In der Barclays Arena laufen größere Tourneeproduktionen. Thalia Theater hat ab und zu welches. Das Unsorg Theater, selbst die haben, habe ich gehört, gelegentlich mal Musicals, wahrscheinlich dann auf Plattdeutsch. So, Winterhuder Fairhaus. Also es gibt so viele Locations, an die man gar nicht denkt, weil viele haben eben nur König der Löwen im Kopf. Ja, und wenn ihr rausfinden möchtet, ob irgendwo was läuft und ihr habt irgendwie einen Zeitslot in Hamburg, fragt Michelle auf Instagram, ja. YouTube oder Facebook, der antwortet Red alles. Red Curtain Show, nicht privat, am besten Red Curtain Show. Ja, privat hat mir was anderes zu tun. Schreibt mir da einfach auf Red Curtain Show und dann sage ich euch, Tipps noch oder auch mal bei Google auf die dritte Seite. Nee, nicht gehen. Google. Ist auch, nicht Google. Doch, Google ist auch manchmal gut. Ja, aber die kennen sie. Ja, mein Gott. Also Musical Hamburg wird mal wo eingeben können und nicht immer auf das erste Ergebnis das drücken, weil das Löwen. Ist König der Löwen. Definitiv. So, dann ist ja die Frage, okay, ich habe mich jetzt für ein Musical entschieden und es ist ausnahmsweise mal nicht König der Löwen. Wie komme ich an Tickets dran? Wie soll ich das anstellen? Weil in London und New York gibt es Apps, wo ihr immer aktuelle Angebote reinholen könnt. Da gibt es sowas wie TKTS oder sowas, wo ihr an eine Ticketbooth geht und dann gibt es die günstigsten Tickets und so weiter. In Hamburg ist es, da sind wir noch nicht so weit. Die Deutschen eben. Die Deutschen sind manchmal hinten dran und wir sind ja auch nur die drittgrößte Musical. Ja, das lernen vielleicht wir noch. Vielleicht kommt das irgendwann. Es ist wirklich nicht ganz einfach hier in Hamburg. Meine erste Sache ist, geht auf die Veranstalter-Webseite. Also nicht irgendwo auf Drittanbieter oder so direkt gehen, sondern erstmal auf die Veranstalter-Webseite und dann gucken, euch informieren, ein bisschen Trailer angucken und dann schauen, wo die eben die Tickets vertreiben. Manchmal ist es ein bisschen günstiger, manchmal ist es der gleiche Preis wie zum Beispiel bei Eventim, aber schaut da erstmal drauf, dann seid auch gut informiert am Anfang. Kleiner Tipp noch, habe ich ja schon gesagt, unter der Woche oft günstiger. Die teuersten Tickets gibt es immer Samstagabends, da sind die Shows meistens am teuersten. Dann kommt meistens so Samstagmittag, Sonntagmittag, Freitagabend. Danach kommt im Ranking meistens der Sonntagabend, aber wirklich Montag bis Donnerstag sind die Tickets meistens günstiger als am Wochenende. Genau, und häufig hat man ja auch gedacht, ja, wie kriege ich denn anderen, wie kriege ich denn so ein paar Rabatte? Ach, wie kriege ich denn ein paar Rabatte? Ja, wie kriege ich denn diese Rabatte? Das ist gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Und für London hätte ich eine super Empfehlung, haben wir auch schon mal im anderen Video gemacht. Für Hamburg kann ich nur sagen, Newsletter eintragen, das kann manchmal helfen. Da müsst ihr vielleicht einmal 3, 4 Wochen warten. Das ist jetzt nichts für, ich will morgen ins Musical. Aber Newsletter eintragen, die Rabatte da abfischen und dann eben langfristig buchen, ist für mich gerade die beste Option, um zumindest bei den großen Theatern, die wirklich so teuer sind, dass man Rabatte braucht, ein bisschen günstiger Tickets abzugreifen. Ja, es gibt viele, die dann sagen, ah, da gibt es doch dieses Kehrwieder-Ding von Stage Entertainment. Also das ist im Prinzip auch eine Ticket-Booth von Stage Entertainment, die jetzt zum Beispiel König der Löwen zeigen oder die Eiskönigin, also die 4 Theater in Hamburg haben. Sind es 4? Sind's 2, 3, 4? Sind 4. Ja. Und die haben quasi in der Speicherstadt
wo ihre Firmenzentrale ist, unten so ein kleines Ticketlädchen. So, wie so Tante-Emma-Laden. Nee. Ich habe mal die Öffnungszeiten für euch rausgesucht. Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag und Feiertags 10 bis 15 Uhr, alle Angaben ohne Gewähr. Da könnt ihr rein. Und, aber? Ja, die sagen dann immer, ja, da ist dann immer so ein Plakat und dann sind die Preise durchgestrichen und Prozente und so weiter, aber? Die Rabatte sind meistens auf dem Niveau von Newsletter. Also dafür, dass ihr wirklich erst am Tag wisst, wo könnt ihr sitzen und es sind dann immer nur so ein paar Kontingente, dafür ist es dann nicht so geil, wie es in meiner Vergangenheit war, wo es auch häufig 50% Aktionen gibt. Momentan ist das eher ein höheres Preisniveau, das kann sich ändern, deswegen machen wir vielleicht nur irgendwann ein Video, wenn es sich geändert hat. Aber momentan ist es wirklich schwierig, deswegen Newsletter-Angebote bei Stage Entertainment mitnehmen. Länger planen ist ohnehin besser, weil zum Schluss ist das Angebot nicht mehr verfügbar oder ihr wollt unbedingt dahin, dann ist es echt enttäuschend. Und wenn es eine Show ist, die sehr gut läuft, wie König der Löwen, das läuft ja schon seit über 22 Jahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da Rabatte über diese Ticketbooth zu bekommen, eher gering. Wenn es eine Show ist, die jetzt nicht so gut läuft, da gibt es auch ab und zu mal welche, wenn ihr wisst, die Show läuft nur noch so ein halbes Jahr und wird dann abgesetzt. Ja, ist ja oft leider so. Und es ist noch sehr viel Tickets vorhanden, dann kann es sein, dass die natürlich versuchen, die Tickets loszuwerden und geben dann auch mal 40%. Und bei den anderen Theatern wie Schmitz Tivoli oder generell die Schmidt Theater, da sind die Preise wirklich so allgemein in Ordnung, also häufig so 50% von dem Stage Entertainment Preis, da kann man es auch einfach so vorkaufen oder auch Newsletter, da gibt es auch manchmal Aktionen, aber natürlich sind die jetzt nicht so prominent, die Aktionen wie bei Stage. Ja, oder Thalia Theater ist ja staatlich subventioniertes Theater, da kosten die Tickets jetzt garantiert nicht 100 Euro. So. Und auch nicht 200 oder 240. Nö, da gibt es bestimmt auch schon Tickets ab 20. So, dann habt ihr euch für ein Ticket entschieden, habt quasi das gebucht, dann ist ja die Frage, okay, wo penne ich überhaupt, in welches Hotel möchte ich gehen, was wäre da deine Vorgehensweise? Nicht in Schleswig-Holstein übernachten. Also, wenn ihr schon mal in Hamburg seid, das soll ja auch was Besonderes werden, sucht euch ein Hotel, was wirklich irgendwo zentral ist. Also nicht viel weiter weg als Fischmarkt, so von der linken Seite oder rechts, so Hauptbahnhof, Hafen City, so eher etwas. Ist dann so ein, es ist so ein Waypoint und auf der anderen Seite bis würde zum, ich nicht bis sagen. Bis zum Fernsehturm. Ja, Plantenblumen. So Plantenblumen hoch, das kann noch Spaß machen. Also so irgendwo in dem Dreieck holt euch was. Und vor allem checkt vorher einmal Google Maps, ob ihr häufig umsteigen müsst oder nicht häufig umsteigen müsst, um zum Theater zu kommen. Weil auch wenn ihr manchmal relativ zentral denkt, sind die Verbindungen manchmal nicht so toll. Deswegen einfach in der Mitte sein. Und wenn ihr auf der Reeperbahn einmal übernachten möchtet, nehmt es in Kauf, dass da gerade am Wochenende echt eine Party ist einfach. Also, wenn ihr das nicht wollt. Ich habe schon mal in diesem, ich glaube, es war ein A&O-Hostel oder so, habe ich mal übernachtet, wo unten noch so ein kleiner Kioskladen ist und so weiter. Also, es war wirklich einfach, preiswert. Es war, glaube ich, direkt neben der Ritze. Aber wenn ihr sagt, ich will da sowieso nur pennen, feel free. So, ich habe noch ein paar Hotelempfehlungen, weil ich da selber schon übernachtet habe, im Henry Hotel Hamburg Downtown. Mhm. Das ist zwischen Hafen City und der Mönckebergstraße. Ein sehr süßes Hotel, ein bisschen höheres Preislevel, aber ich habe es nicht zahlen müssen. Hat der Sender gezahlt damals. Aha, so, dann. Hat die Firma gezahlt. Wenn ihr es fancy möchtet, 25 Hours Hotel gibt es auch in der Hafen City. Wenn unsere Verwandten kommen, die quartieren wir immer im Premier Inn unter. Ja, falls eben in der Nähe ist. Ja, Premier Inn gibt es mehrere. Also es gibt eins hier in der Hafen City beim Chida Haus. Es gibt aber auch eins in der Nähe von der Reeperbahn. Und häufig sehr gut vom Preis-Leistung her. Also nicht total low budget, sodass man denkt, hier Betten fallen auseinander, aber eben auch nicht das Westen in der Elbphilharmonie. Ja, das kann man auch machen. Kann man auch machen, muss man eben ein bisschen was anlegen. Ja, da seht ihr vielleicht dann auch schon die Eiskönigin vom Zimmer aus. Also falls ihr es wirklich krachen lassen möchtet. Nur so als Tipp. So eine Suite im Westin und dann Eiskönigin einmal runtergucken, das kann man tatsächlich schön machen, aber man muss eben auch Geld anlegen. Ja, am besten vorher Geld anlegen, damit das überhaupt das gute Raten. So, dann Thema Essen, das ist wieder mein Punkt, da habe ich mich schon durch einige Buden hier durchschlabustert. Also, was wir auf jeden Fall empfehlen können, in der Nähe von der Reeperbahn gibt es das Maharaja, wenn ich meine, heißt es. Sehr urtypisch indisch. Sehr trubelig indisch. Wenn ihr im Hafenviertel unterwegs seid, also was weiß ich, hier Eiskönigin oder was läuft nebenan, ach so, der König der Löwen, Portugiesenviertel ist immer ein guter Tipp, da gibt es so einen urtypischen Italiener, den sie alle empfehlen, Luigi's. Ja, auch da vorher am besten reservieren. Ja, sonst kommt ihr da nicht rein. Und es ist, beide Restaurants sind wirklich wie so eine Bahnhofshalle, aber irgendwie ganz lustig. Auf der Reeperbahn, David Wache, die Straße hoch, da gibt es so einen kleinen Asiaten auf der rechten Seite, da haben wir schon lecker gegessen. Übersee quasi
Quartier könnt ihr lecker essen gehen. Da gibt es sehr viele fancy Restaurants. Alle völlig überteuert, aber es ja, ist fancy. Ja, aber fancy Restaurants. Also wenn ihr so, wenn ihr so Sushi haben möchtet, frittiert mit irgendeinem komischen Dip drauf, das kriegt ihr in der Hafen City auf ihr Ende. Und wenn ihr gehen alle zu Hänsel Hänsel, weil sie den vom Fernsehen kennen. Das kann man machen, ja, das ist auch nicht so schlecht. Ist aber, bloß unglaublich teuer. Aber wenn ihr, ja, aber wenn ihr mal in der Nähe vom Fischmarkt seid, unser Tipp, Hummer Pedersen, ja, ist direkt neben Hänsler Hänsler. So original hamburgerisch, ohne Sushi natürlich, aber da kriegt ihr so Pannfisch und solche typischen Hamburger Dinge. Oktopus-Salat. Und wirklich zu einem Preis, wo ich denke, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, so viel Fisch da drauf zu knallen. Na, die kaufen halt hinten den Fisch. Also, die kaufen hinten den Fisch ein, verwerten ihn dann in der Küche und liefern. Also es ist ja wirklich ich, kurze Kette. Finde ich echt cool. Ja, ja. Also, und auch super freundliches Personal. Ja. Also ohne Witz. So, also ansonsten übrigens, ne, alle Tipps, vor allem was Essen angeht und vielleicht sind noch irgendwelche... Sehr viel, was Essen angeht. Vor allem was Essen angeht. Checkt mal bei uns die Instagram-Seite. In den Story-Highlights oben gibt es so ein Anker-Symbol, Anker-Tipps, habe ich das einfach mal genannt, wegen Hamburg und so weiter. So, da einfach draufklicken, da sind immer aktuelle Tipps, die aktuell gelten für die aktuelle Woche, von Essen über der Dom ist, es gibt irgendwo ein Feuerwerk, es ist irgendwo ein Flohmarkt. Da sind aktuelle Tipps rund um Hamburg, was ihr sonst noch neben eurem Musical-Trip an dem Wochenende erleben könnt. Einfach mal das checken, da sind immer aktuelle Tipps also von uns persönlich herausgefiltert. 3-4 Tage könnt ihr locker hier aushalten. Locker. Ihr habt ja immer was zu tun. Und Wahnsinn. Wenn ihr von Freitag bis Montag in Hamburg seid, schafft ihr locker 1, 2, 3, 4, 5 Musicals. Just saying. Ja, nee, aber danach bist du auch durch. Ja, wenn er das mal krachen lassen möchte. So, wir haben noch ein paar allgemeine Tipps. Also, was du vorher schon gesagt hast, wegen Hotel und guckt mal, was er fährt. In Hamburg U-Bahn, S-Bahn fahren. Bus ist so eine schwierige Sache. Mal kommt keiner, mal kommen drei auf einmal. Also, mit dem Bus fahren also, ist wirklich schwierig. Wenn ihr bei Lotto immer viel Glück hattet, fahrt Bus. Ansonsten würde ich auch immer U-Bahn empfehlen. Oder wenn ihr eben nur eine Busanbindung da in eurem Hotel habt, einfach eine halbe Stunde vorher weggehen, als ihr eigentlich weggehen solltet, um wirklich sicher zu sein, dass ihr nicht so wie wir einfach zu spät ankommt. Kannst du die HVV-App empfehlen? Die hat gute Tage und schlechte Tage. Ich sehe in dein Herz gute Fahrplananzeigen, schlechte Fahrplananzeigen. So. Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, zieht bequeme Schuhe an, wirklich. Also es gibt hier und da Kopfsteinpflaster in Hamburg und es kann auf Dauer schwierig sein, vor allem wenn ihr in der Speicherstadt unterwegs seid. Mein Tipp, Hoodie anziehen. Hoodie? Ja, Hoodie. Weil da kannst du mal schnell, wenn es ein bisschen nieselt und in Hamburg kommt Regenwetter ab und zu mal vor, schnell die Kapuze aufziehen und du brauchst nicht unbedingt einen Schirm. Ich würde, was das Thema oder Schirm angeht, die Regenradar-App auf jeden Fall holen. Wenn ihr einen Schirm mitnehmt, auf jeden Fall nur so ein Knirps und nicht so ein Riesen-Oschi. Aber eigentlich Regenjacke, weil Schirme bringen euch nichts. Wenn es regnet, stürmt es auch. Und wenn ihr einen Regenschirm habt, dann seid ihr direkt als Touristen enttarnt. Ja, Regenjacke mit Kapuze ist eigentlich so das Beste. Und wasserdicht. Ein Friesennetz. Weil das kommt von allen Seiten. Ja. Ja. Genau, was habe ich gesagt? Ah, übrigens, in manchen Bussen und U-Bahnen könnt ihr übrigens auch Handys aufladen. Die haben so USB-Boxen. Das kann ich von Nürnberg gar nicht. Aber das habe ich mir nur so als kleines Ding noch aufgeschrieben. Ja. So, was haben wir aber noch? Aber da müsst ihr lange fahren, bis das Ding, weißt du, 3-4 Runden, oh, mein Handy ist noch nicht aufgeladen. Die Ringroute. So. Ansonsten noch als Tipp, es gibt ja nicht nur Musicals in Hamburg. Nein. Also wir haben es vorhin schon gesagt, Harry Potter, kein Musical, auch wenn es viele denken, weil sie sagen, ha, das ist so ein großes Ding, das muss ein Musical sein. Nee, Harry Potter ist ein Theaterstück. Was ich immer sehr gerne empfehle, ist zum Beispiel Impro-Theater, gerade von Steife Brise, die da kenne ich auch ein paar persönlich, die sind halt sehr gut. Es gibt auch Impro-Krimi im Imperialtheater, auf der Cap Santiago oder wie die heißt, dieses Schiff da, dieses Weiße da im Hafen, läuft ab und zu auch mal Theater. Also auch das lohnt sich. Reeperbahn Showclub finde ich auch super. Da warst du doch noch gar nicht. Nee, aber hab vieles Gutes gehört, wir müssen unbedingt mal hingehen. Also deswegen, ich wollte. Ist es da, wo sich die Typen ausziehen? Nee, da dürfen wir nicht rein, weil. Wieso dürfen wir da nicht rein? Weil wir Männer sind. Da wie, dürfen wir nur Männer Frauen sind rein. Ja, das ja ist aber entschuldige, es ist Olivia Jones, die wird doch bestimmt so. Nein, so ein die grenzt uns auch aus. Nein, ach Quatsch. Die hat auch bestimmt irgendwie so ein Programm. Vielleicht müssen wir uns eine Perücke aufsetzen, dann dürfen wir rein, je nachdem. Egal. Ich bin sehr gespannt. Also ich weiß ja, dass die uns folgen auf Instagram. Wir müssen die mal fragen. Oder falls ihr gerade zuhört, liebe Olivia Jones Bubble, sagt mal Bescheid. Ja, aber man kann Hamburg viel erleben. Geht zum Fischmarkt, geht einfach Michelle abonnieren oder Red Curtain Show. Nee, nicht mich abonnieren, Red Curtain Show abonnieren. Da, sonst schreibe ich nicht zurück. Und ansonsten, ich habe jetzt Lust auf Musical gewonnen. Du auch?
Gehen wir ins Musical heute noch? Das klingt wie so, Mama, Papa, gehen wir heute noch ins Musical? Oh ja, lass uns in König der Löwen. Ja. Nee, wir gehen tatsächlich heute noch ins Musical. Wir gehen nämlich in Rotkäppchen. Das läuft im Winterhuder Fairhaus. Ja, und falls ihr sonst noch Fragen habt, Instagram, Facebook, YouTube, wir sind immer da, beantworten, wenn wir es beantworten können. Und wir haben extra auch noch eine Playlist, speziell für Hamburg Musicals, wo aktuelle Reviews auch drin sind mit noch mehr Tipps und so weiter. Es gibt so viel einfach hier zu entdecken. Läuft Cats eigentlich noch? Nein, nein. Ist gut so. Und Starlight Express? War hier noch nie.